Hallo, 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 liebe Freunde. Okay. Da ist noch irgendwas, flattert hier noch rum. Ich höre es gerade flattern. Ja, nicht Alara. Ja. Böses Vieh. Ah, nee, das hat mir jetzt gerade zu viel Leben gekostet. Das mache ich nochmal neu. Wo flattert's? Wo ist es? Lara, du könntest auch zielen. Oh Mann! Warum zielt die Alte nicht? Oh, da unten liegt ein Medkit. Seht ihr es? Ah, da oben sind sie. Okay, das ging ein bisschen besser. Okay, ich muss erstmal da hinten hin. Okay, kleiner Sprung. Kleiner Sprung! Ach, Lara. Ich hab gesagt, ein kleiner Sprung. Nicht so ein weiter. Ah! Ah! Okay, wir gehen hier hin an die Kante und hüpfen mal. Hupf. Okay, und jetzt ballern wir die Viecher weg. Sobald wir sie sehen. Aber erstmal hier den Hebel. Ah, da sind sie. Da sind sie. Dann hier den Hebel betätigen. Was macht der? Aha, öffnet das Tor namens Thor, benannt nach dem Donnergott. Okay. Jetzt kann ich hier runter. Atlas. Okay, da ist ein Medkit. Ah, da ist noch ein Hebel. Damokles, okay. Da gibt es wahrscheinlich ein Schwert von der Decke. Okay, da muss ich Anlauf nehmen, um darüber zu springen. Aber es kann ich schaffen. Ja! Medkit! Okay. Dann muss ich da wahrscheinlich wieder. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich wieder darüber, oder? Gut. Da ist Atlas. Ich spring mal wieder darüber. Lara! Nun die richtige Richtung. Ach Mann, warum zielst du nie? Hüpf. Okay. Okay, da ist das. Okay, Tor. Ich schätze mal. Ah, da hängt schon der Hammer. Habt ihr es gesehen? Ich speichere aber erstmal. Denn ich glaube, der Hammer da, der ist ungesund für mich. Ach nee. Ah, Thor ist der Donnergott. Okay. Wie schaffe ich das? Okay, da sind Felder, auf die ich nicht treten darf.
Okay. Es sind nicht nur die Felder, von denen ich dachte, die sind's. Okay, wie komme ich da weiter? Was ist hier die Lösung? Wie funktioniert das denn? Brauche ich da irgendwelche speziellen Gummisohlenschuhe? Oder muss ich hier springen? Nee. Okay. Ich habe halt trotzdem echt viel Leben verloren. Ah, Hammer. Ui. Okay, aber ich habe zu viel Leben verloren. Es muss irgendeinen anderen Weg geben, um hier durchzukommen. Okay, ich schaue mich aber erstmal nochmal hier draußen um. Da ist eine Kackfledermaus. Boah, ich hab sau viel Leben verloren, nur durch diese scheiß Fledermäuse. Damokles. Komm, wir springen erstmal zum Damokles rüber und gucken uns da mal um. Hier müsste ja jetzt ein großes Schwert sein. Und ich heile mich mal mit so einem kleinen Medkit. Und dann speichere ich nochmal. Okay, jetzt müsste ja hier irgendwo... Ja, da sind die Schwerter. Das Damoklesschwert. Darauf achten, dass die mich nicht treffen. Die fallen bestimmt von der Decke. Oder nicht? Kann ich hier durch? Ja, hier kann ich durch. Okay. Ist hier irgendwas versteckt? Irgendein Medkit oder so? Nö, ich sehe jetzt auf den ersten Blick nichts. Okay, der Raum war wesentlich einfacher. Oh, da ist ein Schlüssel. Den hole ich mir doch mal. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Kann ich da hoch? Da oben ist bestimmt irgendwas Cooles. Ein Medkit. Ja, ein Medkit ist was Cooles. Das gute alte Medikit. Und Muni. Lara, nimm die Muni. Ist sie sonst noch was? Außer einer beschissenen Kameraperspektive? Kann ich da auch hoch? Oder ist das nur ein Oberlicht? Nee, das ist nur ein Oberlicht. Okay, dann wieder runter, Frau Croft. Ich sehe gar nichts. Ich sehe ja mal echt gar nichts. Toll, jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren, weil ich nichts gesehen habe. Ich hätte einfach wieder in die Mitte springen sollen. Ja, ich hätte einfach wieder in die Mitte springen sollen. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Nochmal. Das ist wesentlich einfacher als Thors Raum. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich Thors Raum mit den ganzen Blitzen, wie das gehen soll. So, dahin. Schlüsselchen nehmen. Schlüssel nehmen.
Hochspringen. Medkit nehmen. Muni nehmen. Zur Mitte laufen und wieder da rein. So. Okay, jetzt haben wir hier alles. Jetzt müssen wir nur wieder hier langsam laufen. Aua! Nee, das mache ich nochmal neu. Ach komm, die Messer erst beim Rausgehen. Das wäre ja fies. Ich probiere mal's aus. Ah ja, die kommen erst, wenn man rausgehen will. Okay. Und ich hatte mich schon gewundert, warum das im Vergleich zum guten Tor so einfach war. So, die Muni. Hier lang. Und jetzt speichere ich nochmal. So. Warten, bis das Messer kommt. Okay. Sehr, sehr langsam laufen. Uiuiui. Die Soundkulisse gerade ist aber geil. Das Geräusch, das die Messer machen. Das ist so richtig schön retro. Ich meine die Schwerter. So. Komm runter. Komm. Braves Schwert. Uiuiui. Und geschafft. So, dann speichere ich doch nochmal. Okay, Damokles haben wir geschafft. Dann müsste ich jetzt, ich könnte hier mal runter gucken, was hier ganz unten ist. Okay, hier sind Schlüssellöcher. Ist hier unten sonst irgendwas Interessantes? Nö, nicht wirklich. Ich kann hier nochmal hochspringen. Ah, wenn ich nicht die falsche Taste drücke. Oh, hier ist ein Hebel. Der öffnet den Raum des Atlas. Okay. Atlas, der die Welt auf seinen Schultern trägt. Ah, die Kamera wird jetzt gerade wieder. Ich würde wieder darüber springen. Lara? Dann springen wir halt erstmal darüber. Böse Fledermaus. Upp. Okay. Ah, hier ist auch ein Hebel. Habe ich den schon betätigt? Neptun. Neptun klingt nach Wasser für mich. Okay, wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Damokles habe ich gemacht. Da oben ist noch ein... Ach komm, dann springen wir mal nochmal hier hin. Ah, da oben ist was über Damokles. Da ist ein Secret. Nee, noch ein Stück laufen.
Stück zurück. Wie komme ich da hin? Da muss ich wahrscheinlich irgendwie... von hier mit einer beschissenen Kameraperspektive darüber springen. Oh, Kamera! Upp. Nee, da brauche ich keinen Anlauf für. Nach da gucken bitte, Frau Croft. Guck mal bitte nach da. Und dann hüpfen wir darüber. Und stoßen erstmal mit unseren Möpsen dagegen. Ach, Lara. Ich will das Medkit da haben. Mhm. Lara. Oh, jetzt komm. Jetzt. Das große Medkit brauche ich. So. Okay, Damokles haben wir schon gemacht. Jetzt brauchen wir den nächsten Raum. Wo ist der denn? Ich speichere mal, bevor ich den Sprung versuche. Autsch. Okay. Besser. Okay, da hinten ist noch eine Fledermaus. Kann ich die schon abknallen? Nee, weil wir die nicht anvisieren. Toll. Der Raum des Tor ist da. Ich habe noch keine Ahnung, wie der geht. Aber ich probiere es nochmal. Da muss ja irgendein Trick geben. Okay. Wir warten mal. Okay, ich dachte, es hängt irgendwie mit dem Rhythmus zusammen, dass wir uns nur bewegen dürfen, wenn das Ding... Dann probiere ich es halt einfach mal mit weit springen. Upp. Ja, das hat funktioniert. Cool. Okay. Den kann ich... Den schiebe ich mal dahin, dass ich da hier hochkomme. Dann kann ich von da aus auf den Hammer des Tor springen. Ach ja, und übrigens... Es muss einfach gesagt werden. Stop. Hammer time. Ha ha ha. So. Der muss noch eins nach unten, nach hinten. Ja, jetzt ist der richtig platziert. Jetzt kann ich von hier rüberspringen auf den Hammer. Und das bringt mir... Ach nee, auf den Hammer muss ich gar nicht. Okay. Da lang muss ich.
Medikit. Nimm das Medikit, Lara. Brave Lara, dann speichern wir nochmal, bevor wir den Sprung wagen. Dann gehen wir dahin und dann... Wupp! Sterben wir. Okay, da lang und dann... Wupp! Okay. Beim zweiten Mal haben wir es gepackt. Das ist gut. Was ist hier? Der nächste Schlüssel. Und da ist Tor der Donnergott. Oh. das konnte man ja früher echt nur erahnen, was das sein soll. Das ist jetzt echt wesentlich schöner gemacht. Ich meine, ich erkenne da jetzt nicht Tor auf dem Relief, aber jetzt erkennt man Tor. Ja. Schön gemacht. Dann hüpfen wir wieder darüber. Oder auch nicht. Schlüssel nehmen. Dann machen wir hier mal ein bisschen Anlauf für den Jump. Hüpf. Besser. Dann können wir hier runter. Und dann machen wir hier wieder auch einen langen Jump. Erstmal speichern. Dann jumpen wir uns da durch. Nee, so hat mir das nicht gefallen. So war das nicht geplant. Upp. So war das geplant. Großartig. Ja, so muss das sein. Okay, wo finde ich den nächsten Raum? Wo ist die nächste Tür? Nach oben wahrscheinlich. Oder? Oh, diese Sprungpassagen hier. Okay. Upp. Dann speichere ich nochmal, bevor ich wieder irgendwo runterfalle. Aber ich bin tatsächlich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das gerade für meine Verhältnisse eigentlich ganz gut hinbekomme. Ich bin nämlich echt nicht so der Plattformer. Okay, Atlas trägt die ganze Welt auf seinen Händen. Nee, auf seinem Rücken. Oh, und da ist ein böser Gorilla. Böser Gorilla. Okay, nee, komm, das lade ich nochmal neu. Jetzt weiß ich ja, was mich da erwartet. Also... Darüber springen. Oder auch nicht. Und hüpf. Und da hoch. Lara, da hoch bitte. Waffen raus. Gut gemacht, Lara. Dann speichern wir nochmal. Gibt's da eigentlich irgendeine Taste, mit der man schneller ins Speichermenü kommt? Oh, Kugel.
Hier hoch! Okay, ich weiß schon mal, wo ich hin muss. Da ist nämlich... Okay, da ist gleich die Kugel. Also direkt dahin rennen, wo ich hin muss und versuchen, hier hochzuspringen. Okay, das war zu weit. Das war nicht die richtige Stelle. Uiuiui. Uiuiuiuiuiui. Mit den Worten von Obelix. Und wieder sind wir platt. Da seid ihr platt, liebe Freunde. Oder besser gesagt, ich bin platt. Aber so richtig. Ey, das ist ja jetzt gerade richtig... Spring! Warum springst du nicht? Ah! Hoch! Nee, eigentlich solltest du dahin springen, Vicka. Ich wollte gerade Lara. Ah, jetzt habe ich sie so genannt wie meine Katze. Ist vielleicht doch besser, einfach drüber zu springen über den. Oh, hier ist ein Medkit. Das hole ich mir mal noch. Dann speichere ich mal. Ich glaube, das Beste ist wirklich da. Hüpf! Das wäre das Beste gewesen, hier hochzuspringen. Ah, da ist der Schlüssel. Ist hier oben sonst noch irgendwas? Da kann ich gar nicht hochspringen. Okay. Ist das alles gewesen? Ist jetzt im Vergleich zu den anderen Prüfungen ein bisschen popelig. Okay. Neptun fehlt uns noch, oder? Ich schätze mal, für Neptun muss ich hier hoch. Ich speichere nochmal. Dann gehe ich mal da in Position und spring mal gleich darüber. Okay. Da ist Neptun. Okay. Oh. Upp. Okay. Dann speichere ich doch nochmal. Ein Wasserbecken. Ist hier sonst noch irgendwas in dem Raum? Nee. Ah, da ist ein Bild von Neptun. Und da sind viele, 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 viele spärlich bekleidete Männer. Die man jetzt so hier gar nicht... Doch, man erkennt die. Das Bild von Neptun erkennt man allerdings wieder nicht. Okay, jetzt ist irgendwas Unterwassermäßiges. Ja. Ah, da geht's lang.
Ah, das öffnet sich nicht. Was muss ich hier machen? Ah, hier geht's lang. Lara. Ah, nee, da komme ich nicht lang. Da ist ein Sog. Hier ist ein Hebel. Luft wird knapp, Luft wird knapp. Schaffen wir es? Nimm den Schlüssel. Ah, das wird nichts. Okay, wir haben den Schlüssel, aber die Kameraperspektive ist gerade gar nicht so doll. Oh, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Ah, da wollte ich nicht lang. Hier muss ich lang. Oh, das wird nichts, das wird nichts. Das muss ich nochmal probieren. Oh, nee, 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 nee. Und, oh, nee, nee, nee. Kann ich direkt neu laden. Aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Rein ins Planschbecken. Schnell, schnell, schnell. Hier hin. Nee, nicht hier hin. Ah. Hier hoch. Da lang. Hebelchen. Oh, das wird knapp, das wird so knapp. Schlüssel nehmen. So, wir haben den Schlüssel. Jetzt da lang und hoch. Komm, Lara. Oh, ist das knapp. Los, 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 los. Ja. Oh, ja. Geschafft. Haben wir jetzt alle oder habe ich einen vergessen? Ich müsste es eigentlich alle haben. Oh, was ist jetzt? Ah. Okay, das mache ich nochmal neu. Ich habe jetzt gerade echt viel Leben verloren. Da unten ist scheinbar wieder der Pierre. Nimm den Schlüssel. Danke, Lara. Und jetzt schnell hier lang. Und da hoch. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann nehmen wir es mit Pierre auf. Bis dann!